Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich habe euch versprochen, es gibt mal wieder ein kleines Giveaway auf YouTube, damit nicht alles so extrem Twitch-lastig ist. Und hier ist es. Was es gibt und wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr jetzt. Es wird wieder 10 Skins geben und ganz vorne mit dabei natürlich die AK-47 Kartell. Einige haben sich die gewünscht, dass ich die mit reinbringe, darum ist sie jetzt auch mit drin. Ich sag's direkt hier am Anfang, man muss kein Abonnent sein, um hier mitmachen zu können. Also wenn du jetzt ganz neu bist, dann abonniere mich nicht nur wegen diesem Giveaway. Schau dich lieber ein bisschen um und erst, wenn dir der andere Kram auch ganz gut gefällt und du dir sagst, da könnte ich öfter reinschauen, dann kannst du abonnieren. Dankeschön. Dann gibt es eine CZ75 Auto Tigris. Und ich sage euch hier schon mal, dass ihr in eurem Kommentar, den ihr so oder so schreiben wolltet, anmerken solltet, dass ihr mitmachen wollt. So als kleinen Indikator für mich, dass ihr überhaupt mitmachen wollt. Es gibt viele Leute, die hier kommentieren, sagen, ah cool, schön, dass du wieder ein Giveaway machst, die aber gar nichts wollen. Weil sie zum Beispiel zu den Leuten gehören, die mir die ganzen Skins schenken. Passend zu der AK gibt es die Dual Berettas Kartell. Ich habe hier übrigens keine Sortierung drin. Ich zeige euch einfach alle 10 Skins, die es halt gibt. Die wollte ich eigentlich direkt als zweites zeigen, aber ich habe es wieder verrafft. Des Weiteren gibt es die Mac-7 Praetorian für die ganzen Pump-Spieler unter euch. Einen der schicksten Swags. Klar, sie kommt nicht an die Heat dran, okay. Aber so an sich ist sie schon auch ziemlich nice. Als nächstes haben wir ja noch eine Star Trek Farmers Survivor Z. Die habe ich schon ein paar Mal rausgehauen, wird immer gern genommen. Schickes Ding. Dann gibt es ja noch eine von diesen unzähligen 5-7 Urban Hazards, die ich da letztens wieder gezogen habe. Wir waren uns ja dann alle einig, dass es gar nicht so hässlich ist. Also gerade wenn man auf Rot steht, ist es doch wirklich ein angenehmer Skin. Von der Nova Gila habe ich auch einige am Start, deswegen geht die auch raus. Dann gibt es noch, so wie eigentlich immer, eine UMP 45 Grand Prix. Obwohl die ein bisschen kacke aussah, die sieht besser aus. Die sind alle viel testet, aber die sieht, naja. Ah, sind die alle gleich scheiße? Na gut, die ist doch noch am besten. Ja, die gibt es auch noch für euch. Und was fehlt jetzt noch? Ah, noch zwei. Da haben wir nämlich noch eine 5-7 Violent Damio. Damian. Natürlich auch ultra schick. Und bevor ich gleich die letzte Waffe zeige, sage ich euch, was praktisch der Punkt ist, auf den man achten soll, um hier mitmachen zu können. Das Giveaway wird von heute an eine Woche lang laufen. Und in dieser Woche werde ich gucken, wie ihr so kommentiert. Natürlich auch, was ihr so kommentiert. Also wer jetzt hier drunter schreibt, ich mach mit und dann nicht mehr kommentiert, kriegt natürlich nichts. Also ihr sollt schon ein bisschen euer Interesse an diesem Kanal hier an mir zeigen, ja. Es soll wie immer an die Community gehen. Es ist nicht schlimm, wenn es jemand Neues ist, der der Community neu hinzutreten will, indem er so ein bisschen auf YouTube aktiv ist. Es soll am Ende dann doch an jemanden gehen, der halt so ein bisschen Interesse zeigt und nicht einfach nur einen Skin abstauben will. Bei diesen Kommentaren kommt es natürlich auch auf den Inhalt an. Wenn jetzt jemand schreibt, erster, schickes Video, gut gemacht, mach weiter so. Ich freue mich zwar, wenn ihr schreibt, dass meine Videos gut sind, aber das zählt natürlich nicht, weil das kann ja jeder schreiben, ohne das Video gesehen zu haben. Es sollte schon irgendwie Bezug haben auf irgendwas. Ich muss merken, dass ihr das Video auch gesehen habt und nicht einfach nur und dann wieder geht. Ihr müsst jetzt nicht grundsätzlich jedes Video kommentieren, da im Moment ja auch zwei Videos am Tag bei mir kommen und Fallout doch was Gehaltvolles ist, weil es halt 30 Minuten Folgen sind. Aber ich bringe ja dann zusätzlich jeden Tag um 17 Uhr irgendwas anderes, meist kürzeres, meistens CSGO-Content. Manchmal kommt sogar noch ein drittes Video. Also ich glaube, ihr habt genug Möglichkeiten, um da einmal am Tag irgendwie euch was anzugucken. Natürlich ist es umso besser, je mehr man am Start ist. Ah, ja klar. Ja, das war's eigentlich schon soweit. Ich zeige euch mal noch den letzten Skin. Da gibt es noch eine weitere CZ für euch, und zwar eine Polymer. Da haben wir auch schon festgehalten, dass sie wirklich nice aussieht. Also, wenn einem eben grün-türkis gefällt. Ihr wisst also, was ihr zu tun habt. Wichtig ist natürlich für euch noch, wie erhaltet ihr den Skin. Nach dieser Woche werden die Gewinner dann von mir festgestellt. Und diese 10 Gewinner werden dann nach dieser Woche in einem Video genannt. Keine Sorge, nicht in einem Fallout-Video, weil das wirklich was ganz Eigenes ist. Diese Fallout-Geschichte ist, ja, da werde ich es nicht machen. Aber in irgendeinem anderen Video. Also entweder in einem 17 Uhr-Video oder manchmal kommen sogar 18 Uhr-Video. Ich gucke natürlich, dass ich es direkt schaffe, nach dieser Woche das so bald wie möglich dann hinterher zu kloppen. Aber manchmal dauert es einfach ein paar Tage, weil ich halt dann gerade viel zu tun habe und so weiter und so fort. Ihr merkt, also alle neuen Leute bemerken, dass es wieder und weiterer Schutzmechanismus ist, um zu schauen, dass die Skins eben an Leute gehen, die auch so ein bisschen am Ball bleiben oder mit dabei sind und nicht einfach nur geiern. Weitere und vor allem auch deutlich größere Skins gibt es auf Twitch, da findet bald wieder ein Live-Giveaway statt. Des Weiteren nimmt man, wenn man bei mir Twitch-Subscriber ist, jede Woche automatisch an einem Giveaway teil, ohne dass man da ist. Man wird von mir einfach nur noch angeschrieben, hey, du hast übrigens was gewonnen. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr auf Twitch und da haue ich grundsätzlich zwei Skins raus, mindestens. Manchmal sogar drei und dann noch Graffitis und hin und her. Also es gibt hier bei uns wirklich einige Möglichkeiten, um an Skins zu kommen. Naja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh, meine Augen drehen, shit. Ich habe ultra viel Mett mit Zwiebeln gegessen, shit. Oh.